Der belgische König Philipp hat das Rücktrittsgesuch von Ministerpräsident Charles Michel angenommen. Dem Rücktritt war ein Koalitionsbruch und ein angekündigtes Misstrauensvotum vorausgegangen, nach wochenlangem Streit über den UN-Migrationspakt. Ursprung des Zerwürfnisses war der Austritt der nationalistischen Partei NVA aus der Regierung Anfang Dezember. Sie war gegen die Annahme des UN-Migrationspakts. Michel war dafür. König Philipp ordnete an, dass die Regierung für die kommenden Monate kommissarisch weiter im Amt bleiben würde. Michel bleibt vorerst Regierungschef. Im Mai 2019 wird in Belgien regulär gewählt. Eine vorgezogene Neuwahl lehnt er ab.